Die verzerrten Klänge drangen tief in sein Gemüt, und ihm kam es plötzlich so vor, als hätten sich die Bestien verändert. Die tobende und lärmende Masse verströmte eine solch Siegesgewissheit, dass er sie förmlich greifen konnte. Unwillkürlich machte der Zwerg einen Schritt zurück. Zum ersten Mal empfand er Furcht von den Wesen, und ein Schrecken wuchs. Als seine Augen abschätzend über das Heer der Angreifer wanderten, streiften sie auch die kleinen Gruppen von standhaften Höhentern, die den kargen Verhältnissen stets getrotzt hatten. Er kannte sie von klein auf, hatte sie wachsen und gedeihen sehen. Nun aber senkten sich ihre Zweige nach unten. Die Nadeln regneten auf den steinernen Untergrund herab und verschwanden zwischen den Felsen. Sie waren todkrank, starben. Herzlich willkommen. Es geht den Tannen wie uns. Und Landalin dachte an seinen leidenden Freunde. Welche Kräfte sind hier am Werk, Vrakas? Beschütze dein Volk, betete er und nahm seine Äxte vom Sims. Angsterfüllt küsste er die Runen. Bitte verlasst mich nicht, rief er leise an. Wandte sich um und hastete die Stufen hinab, um den Hand vor der Verteidigerin beizustehen. Er gelangte bei ihnen an, als er die erste Angriffswelle gegen die Mauern schwappte. Fallschauer klirrte auf die Zwerge herab. Die Orks legten Dutzend Sturmleitern an und kletterten ohne zu zögern die wackeligen Sprossen hinauf. Andere setzten tragbare Katapulte zusammen, um den Sturm auf die Zinnen mit Brandgeschossen zu unterstützen. Die prall gefüllten, brennenden Lederbeutel zischten durch die Luft und barsten, sobald sie auf Widerstand trafen. Alles in ihrem näheren Umkreis wurde mit Petroleum überschüttet und entzündet. Die ersten Salven flogen zu tief, dass die vorderen Ork-Abteilungen im eigenen Feuersturm vergingen. Störte die schwarze Brut nicht. Weder der Steinhagel noch die heiße Schlacke, die von oben auf die niedrigen vermochten, ihre Eifer und ihre Gier zu bremsen. Für einen Gefallenen drängten fünf neue Bestien auf die Tritte. Dieses Mal wollten sie durch die Pforte hindurch gelangen. Dieses Mal sollte der steinerne Torweg fallen. Gib acht! Glandalin stand einem Verteidiger bei, den ein Pfeil in die rechte Schulter getroffen hatte. Eines der Geschöpfe Tions, ein wendiger, kräftiges Exemplar mit breiten Hauern und platter Nase, nutzte den Moment der Unachtsamkeit. Er schwang sich auf die Mauer und sprang zwischen den Zinnen hindurch auf den Wehrgang. Zwerg und Ork starrten sich einander an. Die Zeit schien stillzustehen. Das Geschrei, das Zischen der Pfeile und das Klirren der Äxte wurden mit einem Mal leiser, undeutlicher. Da hörte Glandalin das schwere Atmen des Gegners. Verunsichert rollten die rot geäderten Augäpfel, die tief im Schädel saßen, nach rechts und nach links. Der Zwerg erkannte deutlich, was die Bestie bewegte. Sie war die erste ihrer Art, die es bis auf den vordersten Verteidigungswall geschafft hatte. Und dieses Glück musste sie erst einmal fassen. Er roch den Teig, der als gräulicher Belag fingerdick auf der Plattenrüstung lag, und der Gestank des ranzigen Fetts brachte all seine Sinne in die Schlacht zurück. Mit einem Schrei warf er sich Glandalin gegen den
Org. Die Kante seines Schildes zuckte nach unten und zerschmetterte dem Wesen den Fuß. Gleichzeitig schlug er über die Deckung hinweg zu. Die Schneide seiner Axt grub sich knirschend in die ungeschützte Stelle unter der Achsel. Sauber abgetrennt fiel der Arm auf den Stein. Dunkelgrünes Blut schoss in hohem Bogen aus der offenen Wunde. Der Ork quiekte grellend auf und erhielt im nächsten Augenblick einen wuchtigen, senkrecht geführten Hieb gegen die Kehle. »Bring deinen Verwandten meinen Gruß und sage ihnen, dass ich auf sie warte.« Glendalin drängte den Sterbenden zurück und schob ihn zusammen mit dem nächsten Angreifer über die Brustwehr. Sie fielen über die Kante und verschwanden in der Tiefe. Der Zwerg hoffte, dass der Aufschlag ein halbes Dutzend ihresgleichen mit in den Tod riss. Von nun an bekam er keine Atempause mehr. Er rannte auf der Balustrade umher, spaltete Helm samt Schädel und duckte sich unter Pfeilen und Brandgeschossen hinweg, um sich sogleich auf den nächsten Ork zu stürzen. Die Dunkelheit, die sich mehr und mehr über den steinernen Torweg senkte, bereitete ihm keine Schwierigkeiten. Sein Volk vermochte in finsterer Nacht zu sehen, aber seine Arme, die Schulter, die Beine wogen von Schlag zu Schlag und von Schritt zu Schritt immer mehr. »Wrackers, gewähre uns eine Rast, damit wir zu Kräften kommen können«, keuchte er, während er sich das Orkblut mit den Zöpfen seines Barts aus den Augen wischte. Und der Gott der Schmiede hatte ein Einsehen. Hörner und Trombonen signalisierten den Geschöpfen Tions von den Zinnen abzulassen. Gehorsam begannen die Orks mit dem Rückzug. Glandalin schickte einen letzten Feind ins Jenseits, ehe er auf den Steinboden sank und nach seinem Trinkschlauch langte. Er zog den Helm ab und goss sich das Wasser über die schweißnassen Haare. Kühlend rann die Flüssigkeit über sein Gesicht und erweckte sein Lebensfeuer. »Wie viele sind uns geblieben?« Er stemmte sich in die Höhe, um nach den Verteidigern des Wehrgangs zu sehen. Aus den 100 waren 70 geworden. Unter ihnen erkannte er die weiterhin sichtbare Gestalt von Giselbart, ein Auge. Giselbart Eisenauge, ihrem Urvater. Der erste aller fünften stand dort, wo die meisten abgeschlachteten Orks lagen. Seine polierte Rüstung aus dem härtesten Stahl, der in einer Zwergenschmiede jemals geschaffen worden war, schimmerte hell und die Diamanten, die seine Waffen gut zierten, funkelten im Schein der brennenden Petroleumlachen. Er erklomm seinen Vorsprung, damit ihn jeder sah. »Bleibt auf euren Posten«, schallte er mit seiner festen Stimme über die Zinnen. »Seid standhaft wie der Granit, aus dem wir gemacht sind. Nichts vermag uns zu brechen. Kein Ork, kein Oger, keine Bestien, die Tion uns schickt. Wir zerschmettern sie, wie wir schon seit Tausenden von Zyklen tun. Vrakas ist mit uns.« Leiser Jubel und zustimmende Rufe ertönten. Ihre Zuversicht, die bedrohlich ins Schwanken geraten war, kehrte wieder an. Ihrem Stolz und Trotz würden die Angreifer scheitern. Die erschöpften Krieger versorgten sich mit Essen und Schwarzbier. Mit jedem Bissen und jedem Schluck fühlten sie sich lebendiger, frischer. Die tiefen Wunden erhielten eine notdürftige Behandlung. Klaffende Wundränder wurden kurzerhand mit feinen Bindfäden zusammengenäht. Glandalin setzte sich neben seinen Freund Glamdolin, Starkarm, während sie aßen. Betrachteten sie die gewaltige Orkhorde, die sich etwa 100 Schritt von der Pforte zurückgezogen hatte.
Ihm kam es so vor, als wollten sie sich zu einem lebendigen Rambock formieren, um Anlauf zu nehmen, um die Portale mit der Gewalt ihrer Leiber aufzusprengen. So hartnäckig, so erschreckend, so furchtlos wie in dieser Nacht habe ich unsere ersten Gegner noch nie erlebt, sagte er leise. Etwas ist anders als sonst. Schaudernd erinnerte er sich an die sterbenden Bäume. Eine Axt fiel klirrend auf die Steinplatten zu seiner Linken. Der Zwerg drehte sich zu seinem Kampfgefährten und sah ihn gerade noch in sich zusammensacken. Gamdolin! Rasch packte er ihn, um ihn zu untersuchen, und er erschrak. Seine glühende Stirn war voller kleiner, feiner Wasserperlen, die ihm über das Gesicht und den Bart rollten. Und die geröteten Augen blickten fiebrig ins Leere. Glandalin wusste sogleich, dass es die rätselhafte Krankheit war, die sich ein weiteres Opfer gesucht hatte und seinen Freund in die Knie gezwungen hatte. Was die Unholde nicht erreichten, das schaffte die tückische Leiden. Ruh dich aus, es wird bestimmt bald besser. Er zog den röchelnden Glamdolin zurück bis in die Mauer und bettete ihn sorgfältig. Sorgfältig. Doch er hegte kaum Hoffnung, dass sich der Zustand seines Freundes bessern würde. Das Warten zermürbte die Zwerge wie auch die Orks. Müdigkeit, der Feind aller Krieger, breitete sich aus. Glandalin löste selbst im Stehen immer wieder ein. Doch als sein Helm mit einem dumpfen Laut gegen die Brüstung schlug, schreckte er hoch und blickte sich um. In der Zwischenzeit waren noch mehr Zwerge Opfer der Krankheit geworden und mussten die Reihen der Verteidiger verlassen. Es sah nicht gut aus für die Kinder des göttlichen Schmiedes. Ein durchdringender Alarmruf brachte sein Herz zum Pochen. Die Angreifer erhielten neue Verbündete. Im kalten Schein des Mondes erblickte der Zwerg die eindrucksvollen Silhouetten gewaltiger Monstrositäten, die viermal so groß wie die Orks waren. Er zählte 40 von ihnen. Die hässlichen Körper streckten in schlecht geschmierten Rüstungen, die prankgleichen Hände schwangen junge, grob zerhauene Tannen als Keulen. Oger. Wenn sie über die Zinnen gelangten, müssten sie die Verteidigungslinie aufgeben. Die Kessel mit der siedenden Schlanke waren leer. Die Steinreserven vorerst aufgebraucht. Doch Glandalins Zaudern währte nur kurz. Ein Blick auf die leuchtenden Gestalten von Giselbart genügte ihm, um den Glauben an seinen weiteren Triumph über die dunklen Geschöpfe zurückzubringen. Die Masse der Orks geriet in Bewegung. Die heranmarschierenden Oger wurden mit Freudengebrüll begrüßt. Die gigantischen Wesen, welche die Orks an Hässlichkeit und Ungeschlachtheit noch übertrafen, stapften zur Spitze des Heeres. Dort angekommen, machten sie große eiserne Wurfanker bereit, deren vier Widerhaken jeweils die Länge eines ausgewachsenen Menschen besaßen. Als nächstes zogen sie lange Ketten durch die Ösen am oberen Ende der Anker. Als Klettergerät sind die Konstruktionen ungeeignet, überlegte Glandalin. Vermutlich wollen die Oger damit die Mauern des Wehrgangs einreißen. Und so, wie diese Wesen aussehen können, könnte es ihnen durchaus gelingen. Die Wurfanker wirbelten durch die Luft und verhakten sich an 3 Dutzend Stellen des massiven Vorbaus. Auf einen gebrüllten Befehl hin zogen die wartenden Orks zusammen mit den Ogern an den Ketten. Die Metallglieder spannten sich klirrend. Peitschenknall drang herauf. Der Zwerg hörte ein leises Knirschen. Das Bollwerk, erbaut von den Händen seines Volkes,
und seit vielen Sonnenzyklen standhaft, rankverzweifelt mit dem rohen Kraft der Ungetüme. »Schnell, bringt die Verletzten von hier weg«, rief er heraneilenden Helfern zu, die zuvor noch Schlagkessel bedient hatten, trugen Glamdolin und alle die anderen Kampfunfähigen davon. Eine Zinne riss ab, die Eisenkralle und die Steinstücke sausten hinab und töteten 2 Oger und 10 Orks. Aber die Bestien gaben nicht auf. Nur wenig später sorte der Anker erneut heran und verkeilte sich an einer anderen Stelle. Dieses Mal zogen sich die Zwerge zurück. Sie verließen den Wehrgang gerade noch rechtzeitig und positionierten sich oben auf den Flügeln des steinernen Portals. Die Schmiede hatten vor Jahren stählerne Verschanzungen angebracht, hinter die sich die Verteidiger nun kauerten. Glandalin vernahm das Poltern, als die Balustrade abbrach und auf den Torweg stürzte. Die Erde erzitterte unter dem Gewicht und das Freudengeheul der Gegner war unbeschreiblich. »Meinetwegen sollen sich die Bestien die Schädel einrennen.« Der Zwerg zwang sich zur Ruhe. Diese Pforte würde niemals fallen, weil es mehr als ein paar Wurfkrallen bedurfte, um die Barrikade zu zerstören.